Vielen Dank, Herr Schuller, für die freundliche Einleitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sündig und frei sitzt Luther auf beiden Stühlen. Ja, das würde ich in der Tat sagen und versuche ich auszuführen. Beide Stühle, Mittelalter und Neuzeit, das fokussiert sich in seinem Verständnis des Menschen. Und mit dem typisch lutherischen Verständnis des Menschen sind wir an einem der wenigen Punkte, an dem man im Zusammenhang der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999 in der damaligen gemeinsamen öffentlichen Feststellung noch eine bleibende, zu klärende Differenz festgestellt hat. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die als das große ökumenische Ereignis 1999 im Grunde ja festgestellt hat, dass dasjenige, was als Kern des reformatorischen Geschehens gilt, nicht mehr trennend ist, dass gleichwohl Folgerungen daraus gezogen worden sind, schon im 16. Jahrhundert, die zur Konfessionsunterscheidung geführt haben, dass wir aber im Grundsatz im Bekenntnis dazu, unsere Rechtfertigung geschieht aus Gnade, einig sind. Nur die Weise, wie die Gnade sich äußert, wie sie am Menschen wirksam wird, sie unterscheidet. Und das hat zu tun mit dem evangelischen Grundbekenntnis, lutherischen Grundbekenntnis, dessen Wurzeln ich versuchen werde, Ihnen darzulegen, dass der Mensch ganz Sünder und zugleich ganz gerecht ist. Dass der Mensch von Geburt her in die Sündigkeit hineingesteckt ist, gewissermaßen, ihr sich in keiner Weise entziehen kann, was sein faktisches Verhalten angeht. Luther betont immer wieder, dass ich alle möglichen Verhaltensweisen ändern kann, dass ich aber mein Inneres nicht ändern kann, das selbstsüchtig ist, das mit Augustin gesprochen in sich hinein selbst verdreht ist. So bleibe ich Sünder und erfahre mich doch als derjenige, dem Gott ein Großes trotzdem entgegenstellt. Trotzdem bist du das geliebte Kind Gottes, trotzdem bist du angenommen durch Gott und vor Gott. Das ist der Kerngehalt dieses Grundgedankens, Gerechter und Sünder zugleich. Es gibt mittlerweile seit 1999 verschiedene ökumenische Bemühungen, auch den Sinngehalt dieser Aussage ökumenisch verstehbar zu machen. Es gibt eine große Studie des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, aber eben noch keine offizielle kirchliche Rezeption. Dabei wurzelt Luther auch mit dieser intensiven Betonung der Sündigkeit ganz offenkundig in der gemeinsamen mittelalterlichen, in der spätmittelalterlichen Tradition. Er kommt aus einer Frömmigkeitstradition, die zunächst einmal den Menschen bei seiner Sündigkeit begreift und erfasst, die zunächst einmal dem Menschen deutlich macht, du bist angewiesen, ganz und gar angewiesen auf Christus. Einer der prägenden Autoren für Martin Luther ist Johannes von Paltz gewesen, Augustiner-Eremit wie Luther, sogar Augustiner-Eremit in Erfurt wie Luther. Für uns Reformationshistoriker etwas ärgerlich, Johannes von Paltz hat 1505 das Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt verlassen. Das war genau das Jahr, in dem Luther eingetreten ist. Das heißt, persönlich begegnet sind sie sich wohl nicht, aber ihre Kreise haben sich hier überschnitten. Johannes von Paltz war, wie später dann auch Luther, einer der großen Berater für die sächsischen Kurfürsten im Blick auf deren Frömmigkeitsverständnis. Aus dieser Beratungstätigkeit hervorgegangen ist die Kölifodina, die himmlische Fundgrube. Dahinter steckt eine Bildlichkeit, eine Fundgrube, die es ermöglicht, dass man beim tiefen Schürfen, beim tiefen Nachschauen wie der Bergmann letztlich in der Tiefe die Höhe des Himmels entdeckt. Und das tut man, indem man seine eigene Sündigkeit anerkennt. Was Sie sehen ist, wir haben es hier mit einem Text zu tun, der sehr gleichförmig strukturiert ist. Immer wieder beginnt ein Absatz mit Domine Jesu Christi, Herr Jesus Christus, und dann geht dieser Satz fort, dass der Beter dankt, er dankt, Sie haben das in der ersten Zeile, Regratior tibi de vulneribus dextre manus, ich danke dir für die Wunden deiner rechten Hand und dann auch für die Wunden der linken Hand, für die Wunden der Füße und als letztes und wichtigstes für die Seitenwunde. Und immer wieder sagt der Beter, in diese deine Wunden, Christus, lege ich meine Sünden, lege ich all das Schlechte, was ich habe, und bekomme von dir, Christus, aus den Wunden heraus in der intensivsten Berührung mit Christi Wundenblut
Das Heil, die Gerechtigkeit Christi. Das ist ein Gebet, das man meditierend vortragen konnte und sollte, das den Menschen immer wieder an seine Sündigkeit erinnert hat. Und das ist der Hintergrund dafür, dass auch Luther in dieser Weise die Sündigkeit des Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat, als er sich an seine Aufgabe wandte, ab 1513 die Psalmenvorlesung in Wittenberg zu halten, in der es ganz in diesem spätmittelalterlichen Duktus bei Luther heißt: Daher wird Gott von niemandem gerechtfertigt, außer von dem, qui se accusat, der sich anklagt und verdammt und verurteilt. Der Gerechte nämlich ist zuerst Ankläger seiner selbst und Verdammer und Richter seiner selbst. Und daher rechtfertigt er Gott und macht, dass Gott siegt und überwindet. Es ist schon eine sehr starke Aussage letztlich über die Kraft, die im Sündenbekenntnis liegt. Die Sünde gibt Gott den Raum. Wenn man die weitere Entwicklung bei Luther schaut, dann sieht man, es gibt immer mal wieder solche steilen Aussagen, dass im Grunde die Haltung des Menschen vor Gott, Gott überhaupt erst in seine Gottesstellung setzt. Noch im großen Katechismus, den Luther 1529 verfasst hat, heißt es in einer berühmten Formulierung: Worauf du nun dein Herz hangest, das ist dein Gott. Das heißt natürlich nicht, dass Gott erst dann in dem Moment entsteht, das heißt es nicht im großen Katechismus, das heißt es auch nicht hier, aber das heißt, dass Gott der Wirkraum über die Menschen zugestanden wird, indem die Menschen ihre eigene Begrenztheit anerkennen. Und diesen Gedanken entfaltet Luther immer intensiver, herkommend aus dem spätmittelalterlichen Sündenbekennen hin zu einer Sündenlehre, die dann gipfelt schon in der Römerbriefvorlesung, die er 1515-16 gehalten hat, in der Aussage, was Hatta'ah, also hebräisch Sünde, genannt wird und überall beinahe als Sünde verstanden wird: Diese Radikalsünde, diese Wurzelsünde, Peccatum Radicale, dies ist die Wurzelsünde in uns oder auch die Begierde zum Bösen. Da nimmt Luther die Gedanken letztlich des Kirchenvaters Augustin auf, von der Konkupiszenzia, von der Begierde als dem, was mich von Gott fernhält. Auch das ist ein Gedanke, der sich dann bei Luther zeitlebens durchhält, dass es die Begierde ist, die die Sünde ausmacht. In seiner Auslegung der 10 Gebote betont er, nach der Zählung, der er sich angeschlossen hat, das 9. und 10. Gebot: Du sollst nicht begehren. Und sagt letztlich dieses: Du sollst nicht begehren, das gibt den Sinn kund jeden Gebotes. Du sollst nicht töten, heißt nicht einfach, du sollst darauf verzichten, irgendjemanden umzubringen, sondern du sollst nicht begehren, dass irgendjemand Schaden hat. Ein ganz zentraler Gedanke für Luther, aus dem auch deutlich wird, warum er von der Unausweichlichkeit der Sünde ausgeht. Wenn ich sage, du sollst nicht töten, heißt es, ich darf niemanden umbringen, dann gehe ich jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass alle in diesem Saal sagen können, das Gebot habe ich sauber gehalten. Wenn es dann darum geht, du sollst nicht töten, heißt, du sollst niemandem etwas Schlimmes wünschen. Du sollst nicht mal schadenfroh sein, wenn jemand, der dich die ganze Zeit geärgert hat, stolpert und sich am Fuß wehtut. Dann würde unter Umständen die Menge derer, die sagen können, dieses Gebot habe ich hier immer erfüllt, etwas schrumpfen. Also ich zumindest wäre nicht mehr dabei. Und das ist das, was Luther versucht, durch diesen Gedanken, den er von Augustin aufnimmt, Begierde ist eigentlich Sünde, deutlich zu machen. Und damit wird die Sünde zu der Wurzelsünde, von der alles ausgeht, Peccatum Radicale. Wurzelsünde ist eigentlich der viel schönere Begriff, den er hat für das, was traditionell als Erbsünde bezeichnet wird oder eben als Ursünde, Peccatum Originis. Das Peccatum Radicale, die Wurzelsünde, ist das, woher jedes einzelne Vergehen entsteht. Wenn wir aber in dieser Weise gar nicht aus der Sünde herauskommen, dann ergibt sich mit einer gewissen Notwendigkeit schon im Rahmen dieser Römerbriefvorlesung der vorhin angesprochene Gedanke des Simul Justus et Peccator, des Gerecht und Sünder zugleich. Also sind sie in sich selbst und in Wahrheit ungerecht. Sie, die Menschen,
denn die Menschen sind alle Sünder. Während aber Gott sie wegen dieses Bekenntnisses der Sünde als gerecht anerkennt. Oder im Blick auf den Gott, der sie anerkennt, aber sind sie Gerechte. So ist eigentlich die grammatikalische Konstruktion. Im Blick auf Gott, der sie anerkennt, sind sie Gerechte. In der Tat, Rivera, in Wahrheit Sünder, aber in der Anerkenntnis durch den sich erbarmenden Gott sind sie gerecht. Unwissend gerecht und wissend ungerecht. Sünder in der Tat, Gerechte aber in der Hoffnung. Das ist der Kern dessen, was, wie vorhin angesprochen, dann 1999 nicht in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre geklärt werden konnte. Dieser Umstand, der Mensch ist und bleibt Sünder und nur durch die Anerkennung Gottes gerecht. Das ist auch der Ursprung, sage ich auch als evangelischer Theologe, für eine über Jahrhunderte immer auch schwierige Sündenpädagogik, die wir im evangelischen Raum gehabt haben, die es in bestimmten Aspekten auch im katholischen Raum gibt. Ich will nicht nur in die evangelische Selbstanklage hineingeraten, aber betone, hier im evangelischen Bereich ist es immer wieder ein massives Element gewesen des Umgangs mit Menschen, zu sagen, letztlich ist der Mensch, man muss dazu sagen, aus sich heraus nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Verschärft wird dies aber noch dadurch, dass auch der Beistand Gottes zwar den Menschen mit hineinnehmen kann in einen positiven Handlungsbogen, aber den Menschen selbst in keiner Weise gerechter macht. Wobei es bei Luther auch Aussagen gibt, die nicht diese Schärfe haben, aber zur Profilierung dessen, was Kern dieses Evangelischen ist, versuche ich Ihnen das entsprechend vorzustellen. Und so bewegt sich Luther auch in der Zeit, in der er sich sozusagen auf die reformatorischen Taten oder die reformatorischen Äußerungen zubewegt, auch im Rahmen der spätmittelalterlichen Bußfrömmigkeit. Ganz charakteristisch ist seine erste selbst verfasste Veröffentlichung, die erste tatsächliche Veröffentlichung, die er herausgebracht hat, ist ein mystischer Traktat, die Theologia Deutsch, 1516. Aber dann setzt er im Frühjahr 1517 eine eigene Veröffentlichung drauf, die Auslegung der 7 Bußpsalmen. Und wie stark Luther selbstverständlich im Frühjahr 1517 sich hier innerhalb der spätmittelalterlichen Frömmigkeit bewegt, merkt man schon allein an der Veröffentlichungszeit dieser Auslegung der 7 Bußpsalmen. Er veröffentlicht sie in der Fastenzeit. Die Fastenzeit ist die klassische Zeit, in der in den Orden und nach Möglichkeit auch unter den Laien die 7 Bußpsalmen täglich gebetet werden, man sich dessen eingedenk ist, dass man teilhat an der Sündengeschichte des Alten und des Neuen Testamentes. Diese 7 Bußpsalmen und ihre liturgische Verwendung sind ein intensiver Ausdruck der Zusammengehörigkeit des Alten und des Neuen Bundes in der Stellung vor Gott. Genau so versteht Luther diese 7 Bußpsalmen auch vor dem Hintergrund seiner frühen akademischen Bemühungen. Ich hatte eben aus seiner ersten Psalmenvorlesung zitiert. Das bringt er nun ins Deutsche. Da sind wir im Grunde dann innerhalb dieser spätmittelalterlichen Frömmigkeitswelt, in der Luther in der Fastenzeit liturgisch angemessen die Bußpsalmen interpretiert, schon bei dem Luther, der sich dadurch auszeichnet, dass er mit großer Selbstverständlichkeit aus dem akademischen Raum in den Raum der allgemeinen Öffentlichkeit übergehen kann. Bis heute ist es unter uns Professoren nicht immer so, dass man gerne auch für die Öffentlichkeit schreibt. Es gibt auch Kollegen, die sagen, das sollte man am liebsten ganz vermeiden. Das war im 15. 16. Jahrhundert noch ein bisschen stärker so. Das heißt, es war schon mal ein eigenes Profil, das Luther allein dadurch gewonnen hat, dass er seine akademischen Kenntnisse an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und zu diesen akademischen Erkenntnissen gehörte auch, wenn nun der Mensch so untergeht und zunichte wird. Der Mensch wird zunichte, ist eine klassische mystische Formulierung für den Zustand des Menschen angesichts Gottes. Wenn er so zunichte wird in allen seinen Kräften, Werken, Wesen, dass nicht mehr als ein elender, verdammter, verlassener Sünder da ist, dann kommt die göttliche Hilfe und Stärke. Und dann verweist auf Hiob und so weiter. Und Sie merken,
das, was ich eben als schwierige evangelische Sündenpädagogik bezeichnet habe, das kommt heraus, wenn ich den Satz enden lasse mit, dass nur ein elender, verdammter, verlassener Sünder da ist. Wenn ich eine evangelische Predigt so ende, und es gibt evangelische Predigten, die so enden, dann sitzt da vor mir eine Gemeinde, der nur noch gesagt hat, ihr seid elend und verlassen. Das kann aber für Luther nur die Vorbereitung dafür sein, zu sagen, da kommt die göttliche Hilfe und Stärke. Auf diese Anerkenntnis unseres Elends reagiert Gott und stärkt uns und hilft uns. Das ist mit dem Sünder und Gerecht zugleich gemeint. Ein Sünder und Gerecht, dass es auch mit sich bringt, dass die gesamte Verfügung über das Heil des Menschen nur von außen kommt. Zu den im 16. Jahrhundert und bis heute strittigsten Aussagen Luthers gehört auch seine Bestreitung des freien Willens, die sich sehr früh durchsetzt, schon 1518 in der Heidelberger Disputation, April 1518, heißt eine der Thesen, die er zur Disputation vorlegt, das Liberum Arbitrium, also der freie Wille, ist nach der Sünde eine res de solo titulo, das heißt eine Sache allein dem Namen nach. Und wer macht, was in ihm ist, sündigt tödlich, also begeht eine Todsünde. Wer macht, was in ihm ist, das heißt, wer nur aus menschlichen, natürlichen Kräften heraus handelt, ist in der Sünde gefangen. Dieser sündentheologische Kontext führt dazu zu sagen, einen freien Willen gibt es nicht. Und schon hier ist deutlich, wie umfassend und eingeschränkt zugleich das gemeint ist. Umfassend heißt tatsächlich, für jeden Menschen gilt das und in jeder Situation. Auch für den Getauften, auch für den Gerechtfertigten gilt es, ein Liberum Arbitrium, einen freien Willen, im Sinne des Entscheidens, ich richte mich an Gott aus oder ich richte mich gegen Gott aus, das gibt es nicht. Es ist aber zugleich, da es ja hier um die Sünde geht, nur diese Frage der Stellung zu Gott, die von der Bestreitung des freien Willens betroffen ist. Das heißt, Luther will mit dieser Lehre nicht eine allgemeine Lehre über die Möglichkeiten des menschlichen Willens verfassen, in dem Sinne, ob ich morgens eine Tasse Kaffee trinke oder nicht. Das sind für ihn ausdrücklich, also natürlich nicht mit dem Kaffee, aber diese Art von Entscheidungen sind für ihn ausdrücklich Entscheidungen, die unterhalb der Ebene dessen sind, um die es bei der Frage freier Wille oder nicht geht. Die Bestreitung des freien Willens betrifft allein das Heil. Wie man dann genau die Grenze zieht, das ist natürlich nochmal eine heikle, empirische und philosophische Frage, aber intendiert ist, es geht um das Heil. Und so hat Luther das dann auch in seinem berühmten Streit mit dem Gelehrten Erasmus von Rotterdam verfochten, als er sagte, so ist der menschliche Wille in die Mitte gesetzt, wie ein Zugpferd, wenn Gott drauf sitzt, will es und geht es, wohin Gott will, wie der Psalm sagt, ich bin zu einem Zugpferd gemacht worden und so weiter. Wenn der Satan darauf sitzt, will und geht es dorthin, wohin der Satan will. Und es ist nicht in dem eigenen freien Willen, sondern es ist entweder vom Teufel oder von Gott geritten. Auch das ist wieder ein extrem hartes Bild. Ich habe es so noch nicht auf der Kanzel verwendet und hätte damit auch Schwierigkeiten, es in der Predigt anzuwenden. Theologisch ist damit genau das gemeint, was Luther von früher an sagte, es gibt keinen freien Willen und es gibt keinen freien Willen, deswegen, weil der Mensch keine eigenen Fähigkeiten zu seinem Heil hat. Und letztlich heißt die Bestreitung des freien Willens, uns gilt das große Gnadengeschenk und die große Gnadenzusage Gottes. Das ist das, worauf Luther eigentlich zielt, deswegen hat er diese Fragen des freien Willens im Laufe der Jahre nicht sehr prominent in den Vordergrund gestellt. Sie waren eine Art Stützargument in dieser Auseinandersetzung mit Erasmus, dann besonders betont, wobei diese Auseinandersetzung mit Erasmus nicht nur an inhaltlichen Fragen gescheitert ist, sondern auch an Stilfragen. Erasmus konnte sehr gut damit leben, dass beispielsweise der Zürcher Reformator Zwingli den freien Willen bestritten hat. Die Freundschaft hat darunter nicht gelitten, aber dass Luther erstens den freien Willen bestritten hat und zweitens am Ende seines Textes schrieb, das sage ich nun nicht als Meinung, sondern das ist eine Wahrheit, der du zu folgen hast. Das hat die Freundschaft ruiniert, diese extreme Wahrheitsbehauptung Luthers. Der Sache nach, es geht uns ja hier um das Menschenbild, heißt es, der Mensch ist in die Mitte gesetzt. Das ist das
was Lukas Cranach in den Bildtypus von Gnade und Gesetz gebracht hat, und zwar genau in diesen Bildtypus. Es gibt noch einen anderen, in dem der Mensch zweimal dargestellt ist, aber hier haben wir den Menschen gesetzt in die Mitte zwischen Gesetz und Gnade. Das Gesetz, dass wenn ich ihm allein folgen will und auf meine eigenen Kräfte vertraue, in den Tod führt, und zwar in den bleibenden Tod. Sie sehen, der Leichnam bleibt liegen. Das Evangelium, der Blick auf Christus, das mich hinführt zu der Auferstehung, Christus als der Auferstandene, das mich hinführt zum ewigen Leben. Ausdrücklich sieht man auf diesem Bild auch, es geht um die Unterscheidung zwischen Gesetz und Gnade, das heißt zwischen eigener Leistung, so Luthers Perspektive, und dem Geschenk Gottes. Es geht nicht um die Alternative Altes oder Neues Testament. Es sind Mose und Christus, die gemeinsam auf das Evangelium hinweisen. Das war eine Überzeugung, die Luther Zeit seines Lebens hat, dass auch das Alte Testament Evangelium enthält. Zu dieser Alternative Sünder und Gerecht kommt nun die Alternative Befreit und Knecht. Und auch hier kommt Luther aus der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, insbesondere aus jenem Büchlein, was ich eben schon angesprochen habe, 1516 veröffentlicht, nach einem Titel, den Luther dann zwei Jahre später diesem Buch gegeben hat, bis heute in der Regel als Theologia Deutsch oder nach einer Autorenvermutung als der Frankfurter bezeichnet. Als Luther es das erste Mal herausgibt, seine erste Veröffentlichung 1516, ahnt er schon, das merkt man seinem Vorwort an, dieser Text ist ein mystischer Text des 14. Jahrhunderts, der ihn begeistert hat, von dem er sagen kann, er ist ihm so wichtig und so lieb wie Augustin und wie die Bibel. Und dem er den Titel gibt, ein geistlich edles Büchlein von rechter Unterscheid und Verstand, was der alt und neue Mensch sei, was Adams und was Gottes Kind sei. Es geht also um die Stellung vor Gott. Und wenn man in diesen Text hineinschaut, dann sieht man, der Autor versucht, die Stellung des Menschen vor Gott zu verstehen durch die Unterscheidung zwischen äußerem und innerem Mensch. Entscheidend ist, wie der innere Mensch vor Gott dasteht. Ein Mensch, der nicht durch sein äußeres Tun irgendetwas bei Gott erlangen kann. Dieser Autor, wir sind nicht bei Luther, wir sind beim Autor des 14. Jahrhunderts, erklärt sich, das mag weder Wort noch Werk oder Weise, auch keiner Kreatur, noch aller Kreaturen Werk, Wissen, Vermögen, Tun oder Lassen. Sie, also soll man alles verließen und lassen, das ist, dass man mit Wähnen, also mit Fantasie oder Gedanken solle, dass kein Werk, Wort oder Weise, Kunst oder Meisterschaft und kürzlich alles, das geschaffen ist, kann hierzu weder helfen noch dienen, sondern man muss dies alles lassen sein, das es ist, und gehen in die Einigung mit Gott. Durch nichts, was wir tun, können wir Gott nahe kommen, sondern nur durch die Einigung, die Vereinigung, die Unio Mystica, die nicht der Mensch produziert, sondern die Gott produziert. Und der Mensch, der in diese Einigung gekommen ist, von dem heißt es dann, auch stehen diese Menschen in einer Freiheit, sodass sie verloren haben Furcht der Pein, also Furcht vor der Strafe oder Hölle, und sie haben auch verloren die Hoffnung auf Lohn oder den Himmelreich. Das Himmelreich. Diese Menschen stehen von Gott getragen, ohne jeden Willen, ohne jedes Bestreben da, allein von Gott geleitet. Das ist die Lehre dieses Autors des 14. Jahrhunderts, und das ist für eine Freiheit, dass wir uns nicht mehr bestreben, durch eigenes Tun irgendetwas zu erlangen, sei es eben die Strafe zu vermeiden oder sei es den Lohn für das Himmelreich zu bekommen. Diese Überlegungen aus dem 14. Jahrhundert haben Luther offenbar zutiefst geprägt. Das merkt man nicht nur daran, dass er 1516 und dann nochmal 1518 den Text herausgebracht hat, sondern wir merken es auch seinem berühmtesten Text, wahrscheinlich berühmtesten Text an, der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen 1520, die ausgeht von der Doppelthese, die er mit Paulus begründet: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbar Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Damit meint Luther, so führt er das in dem folgenden Traktat aus, dass ein Christenmensch
frei ist von allem Zwang, irgendetwas zu seiner Erlösung zu tun. Das ist genau die Freiheit, die die Theologia Deutsch vertreten hat. Ich muss keine Werke tun, Gott verlangt nichts von mir. Gott braucht das auch gar nicht, dass wir irgendetwas tun. Warum sollte Gott das in irgendeiner Weise jucken, dass wir irgendetwas Gutes tun? Das ist doch angesichts des großen Gottes immer nur klein und marginal, was wir machen können. So das, was Luther in dem ersten Teil dieses Traktates ausführt, um dann im zweiten zu sagen, gerade deswegen, weil wir das von Gott erfahren, dass Gott nichts von uns verlangt, deswegen geben wir diese Liebe Gottes weiter, deswegen machen wir uns zu Knechten anderer. Wenn ich vorhin von einer schrecklichen Sündenpädagogik, die es im Protestantismus gegeben hat, gesprochen habe, dann steht auch im Hinterkopf, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass man protestantisch das als pädagogischen Grundansatz nimmt, zu sagen, die Liebe und die Zuwendung ist der Ausgangspunkt dessen, was wir als Menschen überhaupt sein können, und daraus gestaltet sich dann frei ein neues Verhältnis auch zu den anderen Menschen. Wie stark Luther hier von der Theologia Deutsch geprägt ist, merkt man auch daran, dass er in diesem Absatz, den ich da drunter abgedruckt habe, die Unterscheidung, Sie sehen es etwa in der fünften Zeile, nach der Seelen wird er ein geistlich neu innerlich Mensch genannt, aufnimmt, die Unterscheidung zwischen innerem und äußerem Menschen. Dazu braucht er die Theologia Deutsch nicht, das konnte er auch von Augustin haben. Aber genau das ist für ihn charakteristisch, dass er Kirchenvater Augustin und Theologia Deutsch hier zusammennimmt, in diesem Gedanken der Freiheit, den er, wie gesagt, in der Theologia Deutsch gelesen hatte. Und dann kann ich angesichts dessen, was Herr Schoder zu meinen eigenen Forschungsüberlegungen mit einem mystischen Hintergrund Luthers gesagt hat, nicht umhin darauf zu verweisen, dass das, was uns frei macht, wie in der Theologia Deutsch, wo von der Einheit, der Einigung die Rede war, die mystische Einigung mit Christus ist, und zwar eine, die geschildert wird in den Farben der Brautmystik, wie sie seit dem 12. Jahrhundert von Bernhard von Clairvaux in die christliche Tradition eingebracht worden ist. Nicht allein gibt der Glaub so viel, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, frei und selig, sondern vereinigt, genau das hatten wir eben bei der Theologia Deutsch, sondern vereinigt auch die Seele mit Christo, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam, aus welcher Ehe folgt, wie St. Paulus sagt, ja, für ihn ist Brautmystik etwas, was er fundieren kann mit Paulus, das steht nicht irgendwie gegeneinander, wie es spätere Deutungskonzepte sich dann gedacht haben, das eine ist Paulus, das andere ist Augustin, die gehören noch relativ gut zusammen und Mystik ist was ganz anderes, sondern das gehört für ihn alles zusammen. Also aus dieser Ehe folgt, wie St. Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden, so werden auch beider Güter geschickt, Fall, Geschick und das negative Geschick und alle Dinge gemein. Das, was Christus hat, ist eigen der gläubigen Seele. Was die Seele hat, wird eigen Christi. Und dann gibt es eine Übertragung. Christus hat alle Güter und Seligkeit. Die bekommt die Seele. Also Christus hat das Gute, Positive. Und weil er nun verheiratet ist mit der Seele, deswegen schenkt er ihr alles. Dahinter steckt etwas, was wir bis heute in der Rechtsdefinition von Ehe haben. Ehe ist juristisch zunächst einmal die Gütergemeinschaft. Und genau das steckt hier drin, die Gütergemeinschaft, nämlich die Güterübertragung von Christus auf die Braut. Alle Güter werden ihr übertragen und umgekehrt. So hat die Seele alle Untugend und Sünd auf ihr, die werden Christi eigen. Sie tauschen die Güter aus. Nur dass die Seele halt nichts Positives mitzubringen hat und Christus alles Positives. Das ist das Geschehen in dieser Ehe, den er als fröhlichen Wechsel und Streit bezeichnet, die, weil Christus ist Gott und Mensch, welcher noch nie gesündigt hat, Christus der Sündenfreie, und seine Frommkeit, das ist die Übersetzung des lateinischen Justitia, wir würden heute sagen Gerechtigkeit, und seine Gerechtigkeit unüberwindlich ewig und allmächtig ist, so hat in der gläubigen Seelen, Sünd durch ihren Brautring, das ist der Glaube, ihm selbst Eigenmacht und nicht anders tut, denn als hätte er sie getan. Christus tut, als hätte er die Sünden der Seele getan. Das ist Luthers kurze Zusammenfassung dessen, Christus trägt die Sünden ans Kreuz. Er tut so, als hätte er die Sünden getan. Und was dadurch geschieht ist, so müssten die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Das ist die Zentralformulierung der Rechtfertigung und zugleich die Zentralformulierung dessen, wie wird der Mensch
frei. Wenn ich eben vorgestellt habe, wie radikal bis hin zu dem Begriff Peccatum Radicale Luther die Sünde des Menschen schildern kann, dann haben wir eine ebensolche Radikalität dessen, dass dieser Mensch emporgezogen wird zu Christus, weil all das, was der Mensch an furchtbaren Sünden hat, in diesem Christus verschlungen wird. Das ist also der Grundgedanke, sündig und frei. Und Sie haben gemerkt, das sind Gedanken, die aus mittelalterlichen Frömmigkeitstraditionen erklärbar und verstehbar sind, auch wenn sie dann in einen kirchlichen Kontext hineingekommen sind, in dem der Konflikt bestimmt war mit der bisherigen Kirche. Wo ich noch nicht angekommen bin, ist die Modernität Luthers. Auch die gibt es und auch die liegt in Luthers Anthropologie. Und sie liegt genau in den Zügen, die uns manchmal schwierig sind. Damit bin ich bei dem dritten Punkt, das wilde Tier und die moderne Welt. Das steht für das, was wir als Luthers zwei Reiche oder zwei Regimente Lehre kennen, und zwar für die anthropologische Begründung dessen. Luther erklärt über die Menschen, hier müssen wir Adams Kinder und alle Menschen teilen in zwei Teile, die ersten zum Reich Gottes, die anderen zum Reich der Welt. Die zum Reich Gottes gehören, das sind alle Rechtgläubigen in Christo und unter Christo. Zum Reich der Welt oder unter das Gesetz gehören alle, die Nichtchristen sind. Und mit Nichtchristen sind auch die getauften Christen gemeint, die nicht im Glauben an Christus leben. Streng genommen kann man sich fragen, ob Luther hier eigentlich ganz bei seiner Theologie geblieben ist. Er teilt das, was er vorher in einem Menschen immer gemeinsam vorfindet, Sünder und Gerechter, plötzlich in zwei Gruppierungen ein. Das ist ein Denkexperiment, mit dem Luther in dem Kontext dieser Schrift, in der er das entwickelt hat, von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, 1523, versucht, den Gedanken abzuwehren, dass man die Geschicke der Welt allein mit dem Evangelium lenken könnte. Da weist er darauf hin, das ginge doch nur, wenn alle Menschen glauben würden und alle Menschen dem Evangelium folgen würden. Aber so ist es nicht. Und in diesem gedanklichen Kontext greift er Überlegungen von Augustin zur Einteilung der Welt in zwei Bürgerschaften, zwei Civitates auf, spricht von diesen beiden Reichen und will im Grunde sagen, so viel auch immer glauben, es gibt doch in unserer Welt auch welche, die offenkundig sündig sind, die offenkundig weiter nur ihren Vorteil suchen und die, so die Pointe seines Gedankens, die können wir nicht mit dem Evangelium regieren, denn wenn diese Menschen freigelassen wären, dann würden sie wie die wilden Tiere übereinander herfallen, dann würden sie sich zerreißen, dann wären sie nicht mehr kontrollierbar. Das ist für ihn der Ausgangspunkt zu erklären, wie in seinen Augen diese Welt zu regieren ist, in der Reich der Welt und Reich Gottes ineinander liegen. Er sagt nämlich, damit all das dennoch ordentlich zugeht, auch dort, wo das Reich der Welt präsent ist, und dennoch Menschen auch zu Gott gerufen werden, hat Gott zwei Regierweisen, zwei Regimente eingerichtet. Das weltliche Regiment und das geistliche Regiment, das ist jetzt bei den Lichtverhältnissen farblich, glaube ich, nur begrenzt erkennbar, aber ich erläutere auch jeweils, was Sie sehen würden, wenn wir nicht so einen schönen Sommertag hätten. Das weltliche Regiment, nämlich das ausgeführt wird durch die weltliche Obrigkeit, das regiert über alle, denn Reich Gottes und Reich Welt liegen ununterschieden ineinander, mit Hilfe des Gesetzes in seinem sogenannten politischen Gebrauch. Luther sagt, sogar der erste Gebrauch des Gesetzes, und zwar auch des alttestamentlichen Gesetzes, auch der 10 Gebote, ist der politische Gebrauch. Das heißt, das Gebot, du sollst nicht töten, heißt nicht nur, es spricht mich an, sondern es heißt zunächst und in erster Linie, die Obrigkeit sorgt dafür, dass niemand den anderen einfach tötet. Die Obrigkeit hat die Aufgabe, dieses Tötungsverbot durchzusetzen. Und vielleicht merken Sie da schon, in welche Richtung die Modernität geht. Luther wendet sich damit
unter anderem gegen das spätmittelalterliche Fehderecht, indem man das Recht in die eigene Hand nehmen kann und sagt, es ist die Obrigkeit. Das ist eine Vorandeutung des Gewaltmonopols der Obrigkeit. Es ist die Obrigkeit, die solche Gesetze durchzusetzen hat. Wir haben ja in diesen Tagen nicht nur im Bundestag über Ehe für alle debattiert, sondern auch über, wie heißt es, Internetdurchsetzungsgesetz oder wie auch immer. Genau die Frage, wie kann man eigentlich politische Macht durchsetzen? Das ist das, was Luther versucht, mit dem weltlichen Regiment deutlich zu machen. Das setzt Gottes Willen durch, auch dort, wo die Menschen Gottes Willen nicht folgen wollen, weil sie Sünder sind. Das andere, dem Menschen seine Sündigkeit zu zeigen, wie wir es in dem ersten Abschnitt dieses Vortrags hatten, das ist die Aufgabe des geistlichen Regiments, das ist die Aufgabe der Predigt. Im theologischen Gebrauch, das Gesetz so zu predigen, dass ich meine Sündigkeit erkenne, und zwar allen zu predigen. Der Pfarrer, und heute können wir dazu sagen, auch die Pfarrerin, weiß nicht, ob die Menschen, die da in der Gemeinde sitzen, alle schon gläubig sind. Ihnen allen gilt zunächst einmal der Aufweis ihrer Sündigkeit durch den theologischen Gebrauch des Gesetzes und hinzutritt für die, die glauben, die Verheißung des Evangeliums. Das weltliche Regiment also sorgt für Ruhe und Ordnung mit Hilfe des Gesetzes im politischen Gebrauch. Das geistliche Regiment sorgt für die Erlösung mit Predigt des Gesetzes im theologischen Gebrauch und Predigt des Evangeliums. Da spiegelt sich wieder Sünder und Gerecht. Das geistliche Regiment sagt, tatsächlich bist du, wie es Luther in der Römerbriefauslegung gesagt hat, Sünder, der Hoffnung nach aber bist du gerecht, das Evangelium. Wenn man diese Grundstruktur sieht, dann kommen wir, ich hatte es mit dem Begriff Gewaltmonopol der Obrigkeit angedeutet, kommen wir sehr nah an die Entwicklung des modernen Staatsrechts. Das hier ist der Titel des Leviathan von Thomas Hobbes, 17. Jahrhundert. Man kann bei Thomas Hobbes tatsächlich zeigen, dass er Luther gelesen hat und nun in seine Entwicklung des Staatsrechts hineinnimmt den Gedanken, dass grundsätzlich Homo homini lupus ist, dass grundsätzlich der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Da haben wir das reißende Tier, was auch Luther begegnet. Und deswegen, weil der Mensch eigentlich ein reißender Wolf ist, der den anderen vernichten will, deswegen braucht man einen, heute würde man wohl sagen, starken Staat. Über diese Gedanken von Hobbes, dass der Staat zur Kontrolle der Menschen, ja, Brutalität des Menschen eingerichtet ist, sind viele Wandlungen hindurchgegangen. Schon Hobbes selbst hat einige Wandlungen durchgemacht. Hobbes war nicht jemand, der einen ausgeprägten Rechtsstaat und eine ausgeprägte Demokratie entworfen hätte. Diese Entwicklungen kommen zum Glück im 18. und 19. Jahrhundert. Aber die Voraussetzung, dass der Mensch nicht von sich aus gut ist, sondern dass der Staat zunächst einmal da ist, den Menschen auch vor anderen Menschen zu schützen. Dieser Grundgedanke geht ein in die moderne Staatstheorie, geht im Grunde in die Grundstruktur unseres Grundgesetzes ein, das ja sehr bewusst so aufgebaut ist, dass zunächst einmal die Sicherung von Grundrechten als den Staat verpflichtende Maßnahme deutlich gemacht wird. Dass etwa die Unversehrtheit meines Leibes gesichert wird durch den Staat, weil ich damit rechnen muss, dass vielleicht viele Menschen meinen Leib nicht unversehrt lassen wollen. Das ist ein Ausdruck dessen, dass unser Staatswesen zunächst einmal von dem von Luther entwickelten skeptischen Gedanken ausgeht, dass der Mensch zunächst einmal das Üble für den anderen Menschen will. Da sind wir bei einem Luther, der hineingeht in eine moderne Entwicklung, allerdings mit einem deutlichen und doch markanten Unterschied, den wir als einen Rest noch im Vorspann unseres Grundgesetzes haben, mit der berühmten Verantwortung vor Gott und den Menschen. Für Luther stehen weltliches und geistliches Regiment immer im Auftrag Gottes. Er ist derjenige, der die Obrigkeit beauftragt hat, der Sünde zu wehren. Er ist derjenige, der die Predigt letztlich inspiriert. Das ist ein Gedanke, der bei Hobbes schon so nicht mehr erscheint und der natürlich in die moderne Staatstheorie nicht angegangen ist, sodass selbst noch diese Staatstheorie Luthers, die viel Folgen für die Moderne hat, auch zwischen Mittelalter und Neuzeit steht, so wie der Mensch
zwischen Gesetz und Gnade. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.